Guten Tag, ich bin Klaus-Peter Jünemann, Professor für Urologie und Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Ich bin Experte für Prostatakrebs und habe dieses Video für Sie erstellt. Es basiert auf meinen langjährigen Erfahrungen im Rahmen meiner operativen und klinischen Tätigkeit. Immer wieder stellen sich Patienten mit der Diagnose Prostatakrebs in meiner Sprechstunde vor, die sehr verunsichert sind. Zumeist hat der Betroffene mit seinem Urologen gesprochen, mitunter auch mit dem Strahlentherapeuten und umfangreiche Informationen über das Internet gesammelt. Zusammengenommen erhält er mitunter sehr unterschiedliche Aussagen, die ihn darüber sehr unsicher werden lassen, welche Therapie für ihn die richtige ist. Ziel dieses Videos ist es, Sie über die Begrifflichkeiten und deren Bedeutung zum Thema Prostatakrebs zu informieren. Auch möchte ich Ihnen die verschiedenen Schweregrade einer Prostatakrebserkrankung aufzeigen und über das jeweilige Risikopotenzial detailliert informieren, damit Sie lernen, welche der aufgezeigten Behandlungsmöglichkeiten für die jeweilige Erkrankungsstufe die größten Erfolgsaussichten hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass Prostatakrebs nicht gleich Prostatakrebs ist. Die Einschätzung der Heilungschance basierte bisher auf dem Tast- und Ultraschallbefund, dem PSA-Wert und dem wichtigen Gleason-Score. In der heutigen Zeit genügt das nicht mehr, weil die zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten zu vielfältig geworden sind und deren Bewertung mitunter schwierig ist. So bestimmen weitere Faktoren wie die Anzahl der positiven Standsbiopsien, moderne bildgebende Verfahren, wie beispielsweise das Histoscanning, welche Therapieformen die größten Aussichten auf Erfolg haben und zur Heilung führen können. Der Gleason Score wird anhand der Gewebeentnahme vom Pathologen festgelegt. Es handelt sich um eine Skala von 2 bis 10. Je höher die Zahl, desto aggressiver der Tumor. Der Gleason-Score ist die wichtigste Maßzahl für den Entartungsgrad der Krebszelle gegenüber einer normalen Zelle. Die klinische Bedeutung des Gleason-Scores ergibt sich aus dem Vergleich von PSA-freier Zeit nach Prostataoperation, prostatakrebsspezifischem Überleben, das heißt der Anzahl der Patienten, die den Prostatakrebs überlebt haben, und der Häufigkeit von Lymphknotenmetastasen. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten. Wir vergleichen zwei Patientengruppen, die mit Prostatakrebs diagnostiziert wurden. Gruppe 1 hat den Gleason-Score 7a, Gruppe 2 den Gleason-Score 8. 10 Jahre nach der Behandlung, in diesem Fall Operation, in der Gruppe 7a stieg bei über 85% der PSA-Wert nicht wieder an. Vom Krebs befallene Lymphknoten traten lediglich bei 14% der Patienten auf. Zum Vergleich die 8er-Gruppe. Hier stieg der PSA-Wert bei 50% nicht an, Lymphknotenmetastasen traten hingegen bei über 40% der Patienten auf. Der Aggressivitätsgrad der Tumorerkrankung und somit der Gleason-Score sind also mitentscheidend für die Wahl, welche Therapie für den jeweiligen Patienten am besten geeignet ist. In den folgenden Videos erhalten Sie Informationen zu den unterschiedlichen Behandlungsoptionen, Active Surveillance bzw. Watchful Waiting, medikamentöse Hormonentzugstherapie, Strahlentherapie, radikale Prostatektomie und insbesondere die roboterassistierte Da Vinci-Prostatektomie und schließlich neueste Therapiemöglichkeiten bei fortgeschrittenem Tumorleiden oder PSA-Rezidiv. Aber bedenken Sie, ein Video ersetzt nicht das vertrauenswürdige und intensive Gespräch mit Ihrem Hausarzt oder Urologen. Was mein Team und ich Ihnen mit diesen Videosequenzen an die Hand geben möchten, sind neue und zusätzliche Informationen, die Sie in Ihrem Kampf gegen das Prostatakrebsleiden unterstützen sollen.